Hallo und herzlich willkommen zu Resident Evil 4. Part 10. Let's go. I'll take the girl. Who are you? If you must know, my name is Osmond Sadler, the master of this fine religious community. What do you want? To demonstrate to the whole world our astounding power, of course. No longer will the United States think they can police the world forever. So, we kidnap the president's daughter in order to give her our power and then send her back. No! Leon, I think they shot something in my neck. What did you do to her? We just planted her a little gift. Oh, there's going to be one hell of a party when she returns home to her loving father. But before that, I thought I might bargain with the president for some donation. Believe it or not, it takes quite a lot of money to keep this church up and running. Faith and money will lead you nowhere, Sadler. Oh, I believe I forgot to tell you that we gave you the same gift. When I was unconscious. Oh, I truly hope you like our small but special contributions. When the eggs hatch, you will become my puppets. Involuntarily, you'll do as I say. I'll have total control over your minds. Don't you think this is a revolutionary way to promulgate one's faith? Sounds more like an alien invasion if you ask me. You okay? Leon, what's gonna happen to us? Don't worry. We got into this mess, we can get out of it. Ende des Kapitel 2 von allen. So. Nun haben wir Ashley an unserer Seite. Ob das ein Segen oder ein Dings ist, keine Ahnung. Sag ich ja, Mario für Erwachsene, oder? Un forastero! Wollen natürlich die ganzen Dorfbewohner Ashley wieder haben. Ne? Aber das schaffen die nicht. Denn ich beschütze sie. Welcome! Hast du was Neues? Got some rare things. What are you selling? Gut, ich habe was Neues für dich. Also, Spinnen erstmal 6 Mal, dann habe ich die Antikenpfeife. Dieser Schmuck ist so gut gearbeitet, dass er einfach wertvoll sein muss. Thank you. Ein alter Ring, die Geschichte hinter diesem Ring ist fühlbar. Ich hoffe, er ist wertvoll. Thank you. So. What are you buying? Die Red Nine. Oh, die brauche ich erstmal nicht. Ich glaube, ich kaufe die mir eh nicht. What are you buying?
Thank you. Is that all? Is... Thank you. Okay, Nummer von 6, 1 von 3. Feuergeschwindigkeit 04. Also die muss nur noch 3, 4, 5, 8 mal getuned werden, also 9 mal insgesamt. Plus das extra. 3, 4, 7 mal, also 8 mal, 9 mal, 8 mal. So. Na klar komme ich wieder. Ich brauch dich doch. Kann ich doch die Scheiße nicht tunen. So, hier ist gar nichts, glaube ich. Ja, toll. Hier zeige ich euch mal, wie man eine Tür ganz leicht aufmacht. So. Let's go. Wir müssen hier lang. Sei es da! Oh, wow, oh, wow. Oh. Empieza a rezar! ¡Un forastero! ¡Ahí está! ¡Chao! ¡Ay, listo! ¡Come, Ashley! Hey, ganz ruhig, Ashley. Keiner tut dir was. So. Ah, stimmt. Erst hier gucken, ob es was gibt. Schauen wir mal. Ah ja, so macht Ashley die Tür. Ah, nee. Die klettert ja durch. So. Un forastero! Ja, ja, halt die Klappe. Nein! Muss jetzt sein, ne? Wait. Follow me. Hey, runter, Ashley. Komm her, du. Bitch. Hä, ich hab doch geschossen. Hier. So. Okay.
TMP, du sollst das nehmen. Schauen wir mal, wie die hier rüber geht. Oh, ist das nicht. Ja, hier ist nichts. Kann ich da runterspringen? Ah, echt. Gar nichts. Geld. Gut. Da kommen wir schon mal nicht durch. So. Ah, hier hat die noch vergessen. Wait! Follow me. So. So, versteck dich. Hide. Ich mach das. Ich mach hier kurz sauber und dann. So, Sarah und der die andere. Der Aufenthaltsort von Sarah ist unbekannt. Wahrscheinlich nutzt der alte Geheimgänge, die ihm sein Großvater, der Jäger, in dieser Gegend war, gezeigt hat. Sicher versteckt er unser Eigentum irgendwo im Wald. War sein Großvater noch am Leben? Könnte er helfen, Sarah zu finden? Aber wie hat er von dem Ei in seinem Körper erfahren? Dass es ihm gelang, es zu entfernen, bevor er der Parasit geschluckt ist, ist besorgniserregend. Was mir auch Sorgen macht, ist, dass Louis mit unserem Eigentum floh, kurz bevor der Amerikaner auftauchte. Das kann kein Zufall gewesen sein. Es muss noch jemand geben. Um die Lage zu erklären, müssen wir Louis fangen und warten, bis die Wirkung des Mittels nachlässt, bevor wir ihn ein weiteres Ei injizieren. Dann wird derjenige, der hinter all dem steckt, schon reden. Wer unsere Pläne durchkreuzt, muss mit schwierigen Folgen rechnen. Oh, oh, oh. Böse, böse, böse. So. Genau, hier ist einer. Headshot. Hier sind die anderen. Du kommst mal runter, ne? Ah, meine Güte. Okay, hier ist nichts. So. Jetzt kommt ihr aber runter. Okay Leute, wir sehen uns gleich wieder zu Resident Evil 4. Bye.